Hallo zusammen, heute befinde ich mich auf der B221 Neu, der Ortsumgehung Wassenberg. Das Teilstück von Wildenrath aus kommend wird bis vor Orsbeck gehen. Und hier oben zwischen Miel und Altmiel befinde ich mich jetzt also gerade. Auch hinter mir schön zu sehen, da sind ist die Fahrbahn eigentlich schon ein bisschen was zu sehen. Aber wir schauen uns die Baustelle jetzt mal von oben an. Ja, guten Morgen zusammen. So idyllisch wie heute das Wetter ist und zum Spazieren einlädt, so tückisch ist es natürlich auch. Als wir heute Morgen hier aus dem Fenster geschaut haben, haben wir natürlich nicht ganz so schlecht gestaunt, sage ich jetzt mal. Es war alles weiß, so aktuell bin ich nun in der Miederschweiz unterwegs. Und wie man sieht, um mich herum alles weiß. Aber es hat natürlich auch schon die ersten Unfälle gegeben. Und bei Schwanenberg ist ein Fahrzeug vor den Baum gerutscht und die Straßen sind also auch streckenweise sehr tückig geworden. Aktuell befinde ich mich jetzt hier auf der B56N, auf dem neuen Stück zwischen dem Autobahnanschluss der A46 und, ich weiß nicht, was ist es, Straten, würde ich sagen, Straten-Waldenrath. Hinter uns wird übrigens ein Windkraftrad neu gebaut. Ja, und das werden wir jetzt mal ein bisschen angucken. Schauen, was das da für Ausmaße hat. Also es soll ein bisschen größer sein als alle anderen hier. Wir gucken mal rein. So, drei Stück von diesen Monstern werden hier neu gebaut. Das hier vorne, das ist das erste. Das zweite, das kommt also da hinten hin. Und direkt hinter mir, da hat man also eins von diesen alten Windrädern abgebaut. Und das liegt da auch noch ein bisschen rum. Und daneben wird also auch ein neues Windrad mit diesen Ausmaßen hier gebaut. Ja, wann fertig, wissen Sie nicht. Also die Baustelle, die ist bewacht. Man will natürlich keine Kinder hier spielen sehen und natürlich auch keine Diebe haben. Also es sieht schon sehr wuchtig aus, das Ganze.